Ja, den Rutsch. Den Sprintrutscher, bei dem ich dann unfreiwillig jemanden den Nacken küsse. Ich werde ihn vermissen. Ich wollte ja nur höflich sein. So ein Nackenkuss. Das ist immer besser als eine Nackenschelle. Okay, wo können wir das reinstecken? Ja, da war eben ein Loch, aber ich weiß nicht, ob sie da rankommt von hier unten. Also es ist ein bisschen arg weit oben. Da bräuchte sie vielleicht erstmal was, das sie hinschieben kann, damit sie rausspringen kann. Kann. Vielleicht das Motorrad? Kann sie sich aufs Motorrad stellen? Ich bezweifle es hier irgendwie. Na, Moment. Vielleicht versuchen wir erstmal den Stein hier zu bewegen. Ja, klang auch logischer. Komm schon mit. Wie viel Kraft das aufbringen muss, den Stein hier zu bewegen. Unfassbar. Nur noch ein Stück. Und ein paar Zentimeter in diese Richtung. Geschafft! Ja, und jetzt musst du ihn noch mal ein bisschen verschieben. Ups. Nicht drüber klettern, drauf. Das war wohl eine Tür. Das ist sag nicht, dass es zeitgesteuert ist. Wie soll ich das denn machen? Den Stein von da so schnell darüber bekommen. Klingt irgendwie nicht machbar. Lass mich ran, das wird auch zeitgesteuert sein. Oh Mann. Ich muss mit dem Motorrad darüber brettern. Moment, bevor ich irgendwas zeitgesteuertes mache, gehe ich nicht in meinem PDA, nein. Speichere ich. Wir hatten ja so eine Problematik schon mal mit dem zeitgesteuerten. So ist drauf und nicht drüber. Na toll. Ah, wie soll ich das bitte in der Zeit schaffen? Ja. So viel dazu.
ist doch wohl unmöglich. Vielleicht gehe ich es erstmal hier nachschauen. Okay, hier kommt man nicht hoch. Aber hier, durch den Wandsprung. Ich erinnere mich. An was erinnerst du dich, Chaos? Mit dem Zeitschloss. Ah, ja. Hier sollte man auch nicht schwindelfrei sein. Nicht schwindelfrei sein. Ihr wisst, was ich meine. Immerhin haben sie den auch erledigt. Okay. Okay. Okay, das ging mir gerade ein bisschen zu schnell alles. Okay. Okay. Das nächste Mal müssen wir da etwas schneller agieren. Sollen diese Dinge etwa Thors Hammer darstellen? Das ging ein bisschen daneben. Wuhu! Und dann jedes Mal wieder diesen Gegner besiegen. Das ist gar nicht nervig. Nicht schon wieder. Ich drücke, glaube ich, zu früh springen. Lass mich mal wegkicken. Geh mir nicht auf den Sack sagen. Wie war das bei Assassin's Creed? Geduld. Ist eine Tugend. Und es stürzt alles ein. Es stürzt alles ein? Im Ernst? Okay. Bleib am besten einfach liegen. Danke. Und hier, keine Ahnung, wohin, weiß ich wohin. Okay,
Okay, kann ich hier jetzt verschnaufen? Darf ich jetzt? Das wäre sehr freundlich. Da müssen die Hammer erstmal alles einreißen. Ich glaube nicht, dass das so gedacht war. Als diese Waffe, diese Abschreckung da, diese Falle entwickelt wurde. Glaube ich nicht, dass sie wollten, dass alles einstürzt. Und ich weiß nicht, wo ich hin muss. Ich folge einfach nur dem Weg. Der sich für mich zumindest anhört, als wäre es der Weg. Wir sollen noch in diese gelingen. Spinnchen, im Ernst? Okay, wo ist die Spinne hin? Keine Ahnung. Hauptsache, sie ist weg. Der Wandsprung bzw. Spagat ist Sam Fischers Erfindung. Wehe Ubisoft, wenn der nicht mehr auftaucht. Okay. Dazu kann ich nicht wirklich viel sagen. Hier richtig? Irgendwie wirkt es nicht so, als wäre ich hier richtig. Aber ich bin doch eben von hier gekommen, also muss ich hier jetzt richtig sein. Oh nein, ihr wollt nicht von mir, dass ich... Das bezweifle ich irgendwie. Auch wenn ich mir diese Nische so ansehe. Also ich weiß nicht, wo ich hin soll. Das ist ja alles jetzt nicht so das Wahre. Oder kann ich hier den Wandsprung machen? Eigentlich will ich mich gerade nicht trauen. Ich bin ja froh, dass ich hier unten angekommen bin. Ich guck mal kurz. Okay, ich guck nicht kurz. Seit wir ja einen Dauerurlaub Sam Fischer ist ein Stealth-Gott. Ja, der Name sagt mir auch was. Und ich weiß, man sollte ihn wahrscheinlich kennen. Und wahrscheinlich kenne ich ihn, aber... Wie gesagt, ich stehe gerade ein bisschen auf dem Schlauch. Okay, gut. Wir sind wieder oben. Da hat meine Intuition mich mal nicht getäuscht. Soll ich es erstmal da drüben versuchen? Komme ich von hier überhaupt darüber? Okay. Komme ich offenbar. Glaube, das würde tödlich enden, wenn ich mich hier reinwagen würde. Ist das wieder dieses Zeug, das mich umbringt? Oder ist das normales Wasser? Es sieht jetzt... Nein, es ist garantiert kein normales Wasser. Wie soll man denn da dran kommen?
Ich sehe jetzt halt auch gerade nichts. Okay, es ist kein normales Wasser. Zumindest habe ich es ausprobiert. Splinter Cell, ach ja, klar. Ja. Natürlich sagt mir das was. Ich muss auch gestehen, ich hab's mit Namen nicht so wirklich. Ich kann mir Namen nicht wirklich merken. Und hier unten ist auch keine Kanne, an der ich mich festhalten könnte. Die Todeskamera sah irgendwie seltsam aus. Okay. Vielleicht muss ich hier auch erst später hin. Ich meine, hier ist ja auch kein Haken, an dem ich jetzt irgendwie mich festhalten könnte. Vielleicht bin ich hier einfach zu früh. Und komme jetzt nicht mehr zurück, oder wie? Das wäre es jetzt, wenn ich nicht zurückkäme. Okay, du. Doch, 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 ich komme noch zurück. Okay. Da stößt sie sich lieber freiwillig in den Tod. Ja, nicht. Ja. Okay. Ich hör's doch krabbeln. Oh. Mal diese ekligen kleinen Spinnchen. Klein. Klein. Kamera? Du könntest echt ein bisschen... Danke. Ich möchte ja gerne etwas vom Spiel sehen. Und von dem, was ich hier verzapfe. Hm, auch wenn das gerade nicht so wirklich der Fall ist. Von oben. Gut. Vorsichtig balancieren, nicht runterfallen, Mädchen. Nicht drehen, Kamera, vor allem auch. Okay, das war elegant. Chapeau. Kann ich hier nach oben oder muss ich hier zur Seite? Okay, zur Seite bringt es wohl nichts. Na dann. Hierher. Und hier hoch, schätze ich. Okay, hier sind zwei Gänge, die ich gehen kann. Hm. Nummer 1. Was erwartet mich hier außer riesigen, ekligenhaften kleinen Spinnchen, die gar nicht so klein sind? Kann ich mich eigentlich auch treten? Kann ich. Ich hab euch zertreten. Wie kleine Läuse. Okay, was kann ich hier tun? Kann ich hier irgendwie das Wasser stoppen? Okay, wo muss ich denn hin? Woher weiß Lara eigentlich, was sie machen muss?
Larry muss auch so einen eingebauten Kompass hier irgendwo haben. Damit die immer weiß, was sie zu tun hat und wo sie hin muss. Okay. Was tun sie da? Ja, soll sie sich an den Hammer hängen? Ja, soll sie das? Okay. Ich weiß zwar nicht wofür, aber es wird schon seine Gründe haben. Das sieht gar nicht beängstigend aus, was du da tust. Nein, was tust du denn? Du sollst doch nicht in den Tod springen. Soll es auf die andere Seite von dem Hammer springen. Meine Güte. Okay, das kann sie nur machen, wenn sie da an der Wand ist. Okay. Wir sind auf der anderen Seite. Ich hoffe, die Eiszapfen fallen jetzt nicht runter. Und ich hoffe, die Fledermäuse greifen mich nicht an. Und du kannst euch ein bisschen schneller klettern, meine Liebe. Und warum hat der plötzlich aufgehört zu schwingen oder hat er noch nie geschwungen? Warum? Nein! Toll. Ins Verderben gesungen mit der Melodie ab in den Süden. Ja. Wie geht's dann weiter? Auf ins Verderben. Und weiter? Keine Ahnung. Warum habe ich überhaupt die Musik von Ab in den Süden so gut im Kopf? Ich weiß es nicht. Aber ich habe ja in den South Park-Folgen auch die Gummibärchen gesungen. Von daher. Okay, wir sind schon mal hinter dem zweiten Hammer. Auch wenn ich noch nicht ganz sicher weiß, wie ich darüber kommen soll. Doch mit dem Schwungding, aber. Funktioniert es wirklich? Huch! Nur so halb hat das funktioniert, aber immerhin leben wir noch. Dem Abgrund hinunter passt nicht songtextmäßig dahin. Also wirklich nicht. Okay, jetzt sind wir auf der anderen Seite. Wo noch mehr ekelhafte Spinnenviecher sind. Du solltest eigentlich nicht runterspringen. Du solltest nur zielen und schießen.
Okay, sie trifft sie nicht. Dann klettere mal schnell auf die andere Seite. Das wird nicht funktionieren. Hierher. Und jetzt. Ich weiß nicht, ob eins zu weit unten war. Ob sie hier ein Seil springen kann? Dann das Seil. Kann sie nicht, aber sie ist unten und sie lebt noch. Und die Spinne rennt erstmal schreiend und panisch davon, als sie Lara sieht. Interessant. Lass dich doch nicht so durch die Gegend schubsen, Lara. Gut. Jetzt zappeln sie noch. Okay, was mache ich hier eigentlich? Was soll ich hier eigentlich? Lara, warum hast du gesagt, wir müssen hierher? Ja. Setzen den Mechanismus wieder in Gang. Warum? Warum willst du, dass der zweite Hammer auch schwingt? Stichst du etwa doch auf den Schmerz, Lara? Bist du wie Rotkäppchen? Brauchst du das? Kannst du dafür nicht wie jeder normale Kerl auch einfach in ein SM-Studio gehen? Musst du mich dafür nicht Hölle schicken. Ich sehe dich und du wirst sterben? So wie die Spinnen, die hier an der Seite immer mal in den Abgrund fallen. Ich hatte den Gang auch noch nicht benutzt. Ich hatte den Gang doch noch gar nicht benutzt. Und jetzt? Wohin jetzt? Ah, nein.